Ja, es ist durchaus angebracht, auch über eine bessere Welt nachzudenken. Das versuchen ja Kunst und Kultur immer wieder. Entwerfen Utopien, Szenarien, spielen sie durch, verwerfen sie wieder, entwickeln neue Szenarien. Die Kunst vermag das. Und im Kino kommen solche utopischen Zukunftsszenarien immer besonders opulent und auch imposant daher, wenn man besonders viel Geld in die Hand nimmt. 200 Millionen Dollar. So viel hat Regisseur Luc Besson für seinen Blick in die Zukunft investiert. Übrigens so viel wie bei keiner europäischen Filmproduktion jemals zuvor. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Valerian, die Stadt der 1000 Planeten. Zwei Spezialagenten sorgen da für Recht und Ordnung, für ordentlich Action. Und für viele Déjà-vus. So manche Gestalten kommen einem irgendwie aus Hollywood bekannt vor. Oder könnte es womöglich andersrum sein? Könnte womöglich die Hollywood-Science-Fiction-Welt in Wirklichkeit made in Europe sein? Willkommen im 28. Jahrhundert. Nach Jahrhunderten des Friedens und des Wohlstands will eine unbekannte Macht alles zerstören, was diese naturverbundenen Aliens auf ihrem Planeten erschaffen haben. Wir brauchen euch beide als Wächter unserer Zukunft. Agenten Valerian und Laurelin, sie haben weniger als 10 Stunden, die Bedrohung abzuwehren. Dann mal an die Arbeit. Der teuerste europäische Film aller Zeiten, das gigantomanische Wunschprojekt von Regisseur Luc Besson. Schon als Kind faszinierte ihn die französische Comicreihe Valérien in der Zeitung. Als 10-Jähriger fand ich die Serie toll. Damals gab es kein Internet, kein YouTube, gar nichts. Jeden Mittwoch waren da 2 neue Seiten in dieser Zeitschrift. Und dann musste man 6 Tage warten, um zu erfahren, wie es weitergeht. Für seine Zeit war das Comic absolut bahnbrechend. Keiner interessierte sich in den 60er Jahren für Science Fiction. Doch 2 junge Franzosen taten genau das. Zeichner Jean-Claude Mézières und Autor Pierre Christin. Der Weltraum. Unendliche Weiten. 1967 schicken Mézières und Christin dann zum ersten Mal Valérien und Laureline ins All. Der Beginn eines epischen Abenteuers, das sich über 43 Jahre und 22 Comicalben erstreckt. Der Erfolg der Comicreihe beeinflusste die Lese- und Sehgewohnheiten von Science-Fiction-Fans weltweit. Doch woher kamen all diese Ideen? Aus meinem armen Krankenkopf? Ideen anderer Zeichner zu kopieren wäre nicht genug gewesen. Es ging mir um die Zivilisationen der Sterne, nicht um Krieg der Sterne. Auch Hollywood profitierte von Mézières Fantasie, insbesondere George Lucas. Der Millennium-Falke war doch nicht so revolutionär. Prinzessin Leias Kostüm auch kein Original. Selbst Darth Vader eine schnöde Kopie. Der Erfinder reagiert dennoch gelassen. Ich fand das seltsam. Aber ich dachte, dass meine unbedeutenden Bilder unmöglich den Weg nach Hollywood gefunden haben könnten. Trotzdem habe ich an George Lucas geschrieben, der mir nie geantwortet hat. Ein Filmemacher lässt sich sicherlich von vielen Sachen inspirieren. Nur, wenn Sie das Auto eines Freundes borgen, bringen Sie es zurück und sagen, ich habe es aufgetankt, danke. Er hat ihn nicht zurückgegeben, hat nicht Danke gesagt und hat auch nicht getankt. Die Reisen der beiden Raumzeitagenten per Zeitmaschine in die Vergangenheit, auf bizarre Planeten und in weit entfernte Galaxien, damals brandneue Ideen, die der Zeit weit voraus waren und auch heute noch relevant sind. Immer noch Raum genug, um über Klimawandel und Atomkrieg nachzudenken. Die Überalterung der Gesellschaft oder die Utopie einer klassenlosen Gesellschaft zu thematisieren. Eine knallbunte Fantasiewelt, die die Tiefen des modernen Humanismus auslotet und mit Laureline den ersten feministischen Star der Comicgeschichte kreiert. Wir haben wichtige Themen behandelt, ohne viel darauf rumzureiten, weil sie uns halt auch beschäftigten. Das waren ökologische Überlegungen im Jahr 1972, als noch kein Mensch von Umweltschutz geredet hat.
Ähnlichkeiten mit Avatar, Krieg der Sterne und Co. sind also nicht zufällig. Wurde das Ausgangsmaterial doch von Hollywood gründlich ausgeschlachtet. Besson macht das Beste daraus. Knalliges Unterhaltungskino in düsteren Zeiten. Im Moment kann man sich ja manchmal Sorgen machen um die Welt. Aber ich denke, wir werden bis ins 28. Jahrhundert überleben. Und wir zeigen auch, dass Außerirdische nicht unbedingt niedergemäht werden müssen, bevor man ihnen Fragen stellt. Luc Bessons filmische Interpretation der inzwischen 50 Jahre alten Serie bleibt dem Originalmaterial treu. Bunter, actiongeladener, humorvoller Eskapismus. Mit einer guten Portion Staunen. Ja, Sie können staunen ab nächster Woche dann im Kino.